kann man hier einen Käse mieten. Was ich noch wissen wollte, wer wird mir für eine Weile Käse anbieten? Falls diese Frage gestattet sein sollte, bekommt man hier einen Käse mieten? 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 Ich habe jetzt eben auch nicht direkt zu klagen gehabt. Dorten! Okay! Ja, ja, Daniel! Ja. Trink erstmal einen Schluck Wein, das bringt dich runter. Okay, ist dann jetzt alles Paletti oder was? Ja, ich weiß es immer noch nicht, aber gut, wir versuchen es mal blind. Immer noch nicht. Auch hinter der Strand. Vorhin ging das doch ganz einfach. Das muss doch immer noch gehen. Das ist eigentlich ganz einfach gewesen. Egal, wir spielen ein super gutes Lied. Das ganz im Vertrauen. Der Privatier.
Verehrte Freunde, hier da hinten sieht man alles auch nochmal doppelt, aber zeitverzögert. Da kriege ich, ja, da guckst du natürlich kompliziert. Wieder. Hört ihr mich da vorne? Müller, hörst du mich? Ich höre dich, ja. Hörst du mich inzwischen auch? Wie bitte? Hörst du mich inzwischen auch? Hä? Also nein, Jesko habe ich auch noch nicht gehört. Er steht noch so weit weg. Jesko, komm noch mal ein bisschen ran hier, Plate. Wie bitte, was? Komm noch mal ein bisschen ran. Ja, aber ihr könnt ja auch nach hinten kommen, aus dem Fokus raus. Ja, das ist schön. So könnt ihr vor allem nichts sagen und ich habe die Macht. Wir sind übrigens Müller und die Platemeier-Kombo und nicht die Klappenmeier-Kombo, ne? Ja, das wird gerne verwechselt, aber ist auch egal. Wir wollen nicht kleinlich sein. Das sind keine Witze! Danke. Du auch. Es geht ja sowieso immer nur um eins. Um das, was geht's, Freunde? Ja, sagt es mir. Wir wollen nach dem perfekten Monitor-Sound streben. Ja, das hat alles mit den gleichen Dingen zu tun. Mit übergeordneten Fakten, die auch für Pflanzen und Tiere gelten, aber auch für mich und euch. Drei! Eins, zwei, drei. Das Streben nach Glück und die Vermeidung von Leid. Yeah.
Freundin heißt Annette und sie ist der Schnitznett. Seit einiger Zeit lässt sie ihn trotzdem nicht ins Bett. Sie sagt, er wäre langweilig und selbstgerecht dazu. Gerade er, der eher so nett ist, das lässt ihm keine Ruhe und das ist unfair. Darum ist er wütend und in seiner Fantasie ist er die gerechte Spitze einer Monarchie. All die Jugendkleine, die sein Leben so erschweren, schickte er dann in die Hölle, nach der sie sich scheinbar so verzehren. Denn das wäre wirklich fair. Vereinfacht gesagt ist nur Müllers Tätigkeit das schwere Glück und die Vermeidung von Leid. Unser toller Job, jetzt wisst ihr Bescheid. Das schwere Glück und die Vermeidung von Leid. Du und mich und sogar der, der sagt zu, sowas wär nicht bereit. Das schwere Glück.